Vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich versuche euch heute den Master Key zur besseren UX zu verraten. Ja, UX steht für User Experience, Nutzererfahrung, und hinter jeder Erfahrung natürlich stecken Ideen, Prozesse, Höhen, Tiefen, also eine Reihe an Events, die natürlich eine Story am Ende bilden. Also warum diese nicht optimieren bzw. effektiver halt ausnutzen. Und das gerade, weil wir Menschen so für Stories konfiguriert sind. Erkenntnisse aus der Neuropsychologie zeigen, dass unterschiedliche Gehirnregionen auf Geschichtsimpulse besonders aktiv reagieren. Das heißt, Neuronen im Gehirn arbeiten besonders, wenn eine Geschichte erzählt wird. Und dabei werden Erfahrungen und neues Wissen verknüpft und dementsprechend direkt verarbeitet. Unser Gehirn ist also ein lebendiges Datenverarbeitungssystem, kann man sagen, mit einer besonders effizienten Software, die umfangreiche Informationseinheiten gerne in Geschichten verpackt. Dadurch erstellen wir halt zusätzliche Verknüpfungen, verbreiten bestehende und speichern somit auch Wissenselemente und Erfahrungen besser im Gehirn ab. Was ist eine Story? Eigentlich sehr trivial und aber auch schwer zu definieren oder auszugrenzen, weil jede Erzählung eigentlich, also wir empfinden auch jede Erzählung als Story. Und vielleicht versuche ich das auszugrenzen, indem ich sage, How I Met Your Mother ist nicht die Art Story, die ich hier in diesem Kontext meine. Grundsätzlich haben wir bei jeder Story einen Beginn, irgendwas passiert dazwischen und ein Ende, strukturiert einer bestimmten Sprache, im idealsten Fall auch mit einem Kick-Spannung, mit dem Ziel, eine gewisse Authentizität zu vermitteln. Und dafür braucht man natürlich Charakterrollen. Charakterrollen, die wichtige Zusammenhänge dort zu kommunizieren. Gerade in der Softwareentwicklung ist es besonders wichtig, Technologien eine Rolle zu vergeben. Zum Beispiel als Sidekick nehmen wir die Technologie und um einen halt bestimmten Love Interest zu erreichen am Ende oder zu erzielen, den man auch in der Praxis hat. Genau, am Anfang halt hat man, definiert man die Ziele oder spezifische User-Ziele, die durch Ideen getriggert werden, und um die Entwicklungsschiene zu fahren. Und auf dem Weg zum Klimax oder zum Optimum begegnen uns natürlich auch manchmal Hindernisse, Schwierigkeiten oder Konkurrenten zum Beispiel, die vielleicht durch einen Sidekick behoben oder gelöst werden können. Und die Erfahrung, die sich daraus dann kristallisiert, bildet dann eine Story bzw. das Konzept oder die Vision an sich, to be told, für Zuhörer oder am Ende implementiert wird. Und das ist eigentlich UX, also die bestmögliche Accessibility, die nutzerzentriert erreicht wird, wo eine Breite an Nutzer oder auch Entwickler sich damit identifizieren können und eine Beziehung dazu herstellen können. Geschichten können also einen Kontext oder eine Situation beschreiben, Probleme veranschaulichen, ein Ausgangspunkt für eine Designdiskussion sein, zur Entwicklung eines Designkonzepts oder einer Vision dienen und Auswirkungen eines neuen Designs besser beschreiben. Ich habe natürlich die Aussage, es gibt aber genug zu tun, als sich jetzt mit Stories und Märchen zu beschäftigen, sagen viele Entwickler oder Informatiker hauptsächlich. Aber wenn man bereits einen guten Entwicklungsprozess durchführt, verwendet man schon low-key bereits Geschichten. Also was sind bitte Use-Case-Diagramme? Also gab es schon immer, aber nie wirklich effektiv angewandt. Also Geschichten waren schon immer Teil des Softwareentwicklungsprozesses, als Szenarien, Storyboard, Flussdiagramme, Personas und jede andere Technik, die wir, mit der wir kommunizieren, wie und warum ein neues Design oder eine neue Funktion funktionieren wird. Und deshalb dienen Geschichten besonders dazu, die Arbeit in einem realen Kontext zu verankern, indem sie Designideen mit dem Nutzer verbinden. Habe ich ein Zitat mitgebracht? Until you hear a story and you can understand that experience, you don't know what you are talking about. And there has to be a personal story that you hear, where finally you get a picture in your head of what you would be, that would be like to be that person. Und wir entwickeln also nicht nur einfach blind irgendwas ohne Vision, weil es ganz schnell sterben wird. Also Nutzer, die nichts mit dem Konzept oder mit der Vision anfangen können, werden langfristig auch nicht viel damit
interagieren, gerade weil es null Bedeutsamkeit hat. Also wir sollten hoffentlich für Menschen entwickeln, die sich damit identifizieren können. Dabei ist halt auch wichtig, vor allem zu verstehen, worum wir eigentlich wollen. Also welche Story wollen wir erzählen mit dem Konzept oder mit der Vision. Dabei zu beachten ist aber natürlich, dass die Story zum Manipulator werden kann. Ja, der Geschichtenerzähler bestimmt die Vision, die Werte und die Agenda, sagt Steve Jobs ganz schön. Will jetzt nicht die ethische Seite ausdiskutieren oder konkret darauf eingehen, sondern vielleicht nur ein paar Gedanken bei euch erwecken. Also Storyteller, the man oder the woman aufbaut, sind es nicht nur im Allgemeinen auf der Visionenebene, sondern auch face-to-face. Also zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel bei der Generierung der Ziele oder beim Evaluieren eines Systems oder einer neuen Funktion. Und dabei soll das Erzählen vor allem interaktiv ablaufen, also eher ein Gespräch, keine Sendung sein, um natürlich sowas zu vermeiden, also an Keypoints angreifen und leiten bzw. zielführende Fragen stellen. Und die Erfahrung dürfte ich einer LIAS-Akademie machen, wo ich Informatik-Workshops betreuen darf. Bevor wir mit der Entwicklung oder überhaupt Erfindung der Projekte mit den Schülerinnen und Schülern beginnen, stellt sich immer die Frage, ja, was will ich eigentlich machen, also was will ich erreichen eigentlich. Und wir versuchen, sie interaktiv durch natürlich zuhören, konkrete Fragestellungen dahin zu bringen, zu triggern, sich ein Ziel zu setzen, bevor wir überhaupt mit der Entwicklung starten. Und das klappt ganz gut mit Storytelling, haben wir zusammen mit den Schülerinnen und Schülern kreative Ideen generiert, wo Technologien eine Rolle vergeben wird, zum Beispiel als Sidekick, um also denselben Love-Interest am Ende zu erreichen, zum Beispiel Gaming und Nachhaltigkeit, wo letztens eine coole Idee kam, eine mühsame App zu entwickeln, die am Anfang hässlich ist und mit der Zeit je nach Green oder Green-Status halt oder Footprint halt schöner und ästhetischer wird. Genau, auch bei meinem letzten Masterprojekt, wo wir einen Wundpflegeassistenten konzipiert haben, hatten wir tatsächlich interdisziplinäre Gruppen, die keine Ahnung von Wundpflege haben und die Wundpflegeassistenten, die keine Ahnung von the state of the art und die Entwicklung und Informatik an sich haben. Und eine weitere Herausforderung war ja auch, dass die Wundpflegedokumentation in der Theorie ganz anders aussieht als in der Praxis. Und natürlich die Anforderung von Klinik zu Klinik auch sehr unterschiedlich ist. Also waren ein paar Studien sehr nötig am Anfang, wo wir die potenziellen Nutzer über deren Routinen, Schwierigkeiten, Gefahren erzählen lassen haben. Also einfach so eine Story zur Tätigkeit. Und an vielen Stellen müssen wir doch halt eingreifen, szenariobasiert vor allem, um zu erfahren, halt wie oder ab wann ist wo welche Art Unterstützung oder Funktion nötig. Das heißt, wir framen das Ganze in einem Szenario zur Unterstützung der Story, die sie halt erzählen, um am Ende Anforderungen und Key-Functions sozusagen zu filtern. In diesem Fall ist Storytelling the greatest technology that humans have ever created. Sehe ich auch so. Und ja, das ist zusammengefasst, was ich euch heute auch mitgeben möchte, dass eine gute Geschichte an die realen Zusammenhänge erinnert, in denen die Produkte eingesetzt werden am Ende. Die Geschichten können verwendet werden, um Designanforderungen und Benutzerinformationen an das Entwicklungsteam zu kommunizieren beispielsweise. Prototypen, die an Geschichten basieren, ermöglichen es dem Team, eine neue Vision zu erforschen, insbesondere eine innovative und nicht einfach eine kleine Verbesserung gegenüber einem früheren Design oder bestehenden System. Genau, und Geschichten können verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Benutzererfahrung in die Softwareentwicklung einbezogen wird und sind auch eine Möglichkeit, wichtige Informationen mit der Mensch-Computer-Schnittstelle zu kommunizieren, ohne technische Spezifikationen zu schreiben. Also sie schreiben die Ziele, Verhaltensweisen und Erfahrungen der Nutzer. Und das Grundkonstrukt einer User-Story ist, ich als Benutzerrolle will ich die Funktion, damit ich ein Ziel oder eine Vision am Ende erreiche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen
vielen Dank. Wir nutzen mal so die kurze Umbauphase vielleicht. Gibt es eine Frage zu diesem Vortrag? Ja. Ich fand das jetzt zum Schluss interessant. Du denkst die ganze Zeit über Storytelling. Und ja, ich schreibe auch ganz viele User-Stories, die genau nach dem Template ablaufen, dass du zum Schluss auf die Folie hattest. Wie viel würdest du sagen, hat dieses Template mit Storytelling zu tun? Das ist sehr viel. Also diese ganze Spannungskurve, die geht ja völlig, wenn ich auf User-Stories schreibe. Also ein Grundkonstrukt heißt ja nicht, dass ich eine Story erzähle. Also ich kann einfach nur einen Satz schreiben. Es ist, bedeutet ja nicht viel, beziehungsweise sage ich damit nicht viel aus. Deswegen ist ja mehr erzählen, also natürlich schon die Storytelling-Einheit am Ende, die es gebildet wird.